Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Unpacking von mir und zwar habe ich dieses Mal etwas von eBay bestellt, das ich schon vorgeöffnet habe, damit ich nicht hier mit einer Hand gegen den bösartigsten Kleber der Welt kämpfen muss, denn ich hatte auch mit zwei Händen Probleme, das Ding aufzubekommen. Ja, wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Ich habe zufälligerweise zwei Sachen gesehen von ein und derselben Verkäuferin. Und, ja, hat sich halt so angeboten. So, hier haben wir etwas, das sieht aus wie eine Schokoladenpackung. Ist es aber nicht. Das ist ein Album und zwar von der Band Decays. Das Album heißt Red or Mariam und ja, das ist die Band von einem Bandmember von Dian Gray. Also das ist so eine Art zweite Band, in der er ist. Ein anderes Projekt eben. Und da habe ich mir eben jetzt dieses Album gekauft. Das ist ein etwas besonderes Album, weil das Album nämlich nicht auf einer CD ist, sondern auf einem USB-Stick. Und ich hole mal kurz raus, was hier noch drin ist. Hier haben wir noch ein Handtuch. Und zwar finde ich das immer sehr cool, dass es von Bands in Japan oft diese länglichen Handtücher gibt. Hier kann man schon Grey lesen. Ja, es handelt sich übrigens um ein Handtuch von Dian Gray, wie man vielleicht erkennen kann, wenn man die Band kennt. So, ich habe das jetzt mal ganz kurz dahingelegt, weil das mich echt gerade fuchsig gemacht hat. Und zwar steht hier drauf Dian Gray und es ist von The Unwavering Fact of Tomorrow. Das war eine Tour und ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von der Kombination von Gelb und Lila, aber ich liebe diese Tourhandtücher. Wie man sieht, sind die relativ lang, die kann man sich so dann ja, um die Schultern legen, wenn man das gerne möchte. Und da freue ich mich jetzt so, auf jeden Fall sehr darüber. Wir widmen uns jetzt nochmal ganz kurz diesem Album. Ja, ich kriege das jetzt nur schwer auf die Kamera, aber ich versuche es euch trotzdem mal zu zeigen. Das sieht wirklich aus wie so eine Schokoladenverpackung. Und wenn man das hier oben aufmacht, dann kommt schon der ganze Inhalt raus. Dann haben wir hier einmal das Album an sich und ich habe ja schon gesagt, dass das etwas Besonderes ist, weil das nicht auf einer CD ist, sondern eben, hier sieht man es, auf einem USB-Stick. Und hier steht auch drauf, Decays, Red or Mariam und hier unten kann man ziehen und dann kommt eben dieser Stick hier raus. Was ich ziemlich cool finde und dadurch, dass ich eben dieses Album noch nicht hatte und es jetzt auf eBay ergattern konnte, freue ich mich sehr. Und hier sind auch solche Karten dabei. Einmal mit der kompletten Band. Mal gucken, wie gut ich das jetzt zeigen kann. So, also das sind die Karten, die dabei sind. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, sie haben inzwischen auch noch ein anderes Album rausgebracht. Das habe ich auch noch nicht, aber das steht sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt über diese beiden Sachen, also das Handtuch und das Album und falls jemand von euch Interesse hat an diesem Album, ich habe unten mal einen Link gelassen, wo man es direkt aus Japan bestellen kann. Da ist es dann etwas teurer, als wie ich jetzt es auf eBay finden konnte, aber es lohnt sich auf jeden Fall
Und freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.